Und damit, ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal, ganz unten irgendwie einen komischen Motor geholt. Turbolader, wie auch immer. Und heute nutzen wir den, um da ein Schiff wegzusaugen. Ganz skurril, fragt einfach nicht. Ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war alles. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das leise zu machen, sonst versteht man mich gar nicht. Das ist nämlich maximal laut tatsächlich. So. Was bedeuten diese Linie? Ach so. Das wusste ich. Hier gibt es 6 Juwelen? Ist das eins mehr als sonst oder bin ich einfach nur ein bisschen doof? Ich weiß nicht. Aber wenn ich die Map richtig gesehen habe, ist sie gar nicht so groß, als dass es hier viel geben könnte. Boah, sieht das krass aus. So eine Piratenhöhle. Da ist sogar ein Schiff in dem Kopf. Und die Piratenmusik, wunderbar. So, ich werde mich jetzt ganz genau umgucken. Hier ist was. Ne, da unten ist was. Ich dachte, die Fahne sei auch unsichtbar. Da war sie auch, hä? Jetzt kann ich hier pömpeln. Pömpeln vor allen Dingen. Oh, der hat ein... Wunderbar. Ich glaube, das ist wieder so eine kürzere Etage tatsächlich. Aber man weiß ja nie, was einen hier so erwartet alles. Aber ich mag das, wenn es auch mal kürzere Folgen gibt. By the way, ich weiß, Let's Plays sind out im Jahre 2023. Wenn ihr keine Let's Plays mögt und trotzdem bis hierher geschaut habt, schaut mal oben auf dem i... Klick da drauf, auch wenn das gerade wahrscheinlich nicht sichtbar ist. Da ist eines meiner newer Videos verlinkt, die meistens sehr aufwendig, sehr eskalativ sind. Die bestimmt für Leute, die keine Let's Plays mögen, ganz interessant sein könnten. Falls sie trotzdem Stuff von mir sehen wollen. Ey, blöden Viecher, ganz ehrlich. Komm doch her jetzt. Ich esse dich zum Frühstück. Ey, trotzdem schön weiter umgucken. Hier geht's auch rüber. Ach, okay. Ich bin direkt schon vorbereitet hier. So einen haben wir ja schon vor 2 Folgen oder so bekämpft. Deswegen würde das jetzt auch kein Problem sein, den ein weiteres Mal zu bekämpfen. Gut, dass das Geld hier... Was kann ich abschießen? Kann ich die Lampen treffen? Da oben? Nee. Das ist auch sus hier. Ich muss damit irgendwas treffen können. Hier ist zum Beispiel eine Lampe da vorne rechts, also über mir. Die ist tatsächlich aus. Sieht so aus, als könnte man da was gegenfeuern. Nee. Aber der Bereich da hinten ist auf jeden Fall sus. Also für nur Gold... Ich kann hiermit interagieren. Hier gibt es unendlich Kokosnüsse. Die müssen für irgendwas zu gebrauchen sein. Ich weiß aber tatsächlich noch nicht für was. Deswegen... Keine Ahnung. Schauen wir jetzt erstmal hier am Barbereich um. Man hier hin? Sieht voll so aus. Nö, okay. Das ist alles ein bisschen weird. Oh, er eröffnet uns den Weg. Ja, aber warte mal, hier kann man rein. Ah, hier ist nichts. Ach komm, ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie was Cooles. Wir können überall noch diese Stampfattacke machen. Um zu gucken, ob sich hier irgendwas befindet. Naja.
Gehen wir erstmal hier hindurch. Passiert hier irgendwas? Boah, sieht das krass aus. Und das ist ein riesengroßes Areal. Die ist auf jeden Fall sus. Hier kann man irgendwas machen, weil das ist sus. Palme bewegt sich so weird. Hier ist überall Sand. Oh, eine Perle. Wie random. Nee, ich will mich hier schon ganz gut umgucken. Oder vielleicht geht das auch erst später. Das ist halt schon blöd, dass wir eine Minimap haben, die uns sagt, dass es hier noch weitergeht. Hä? Hä? War noch alle, ja eben. Weil die Minimap sagt uns, hier geht's weiter. Ist hier was? Ja. Ein Juwel. Kann man den Sand da so häufen oder so? Oder ist da auch eine unsichtbare Brücke? Eine weitere unsichtbare Brücke? Ja. Weiß ich nicht. Zu offensichtlich. Und dann braucht das ewig, bis es spawnt. Und was gibt's dann hier? Sag nicht bitte auch noch ein Juwel. Das wäre schon jetzt ein bisschen zu viel. Eine Kiste. Naja, immerhin kein Juwel. Außer da ist jetzt ein Juwel drin. Wobei es halt auch ein kleines Areal, gell? Hier könnte halt viel, viel mehr, ja, das dachte ich mir. Weil das Areal ist ja so klein, dass ja alle 2 Meter eins sein muss. Ich glaube auf jeden Fall, bei der Statue ist noch eins und sonst keine Ahnung. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe es noch gar nicht verstanden, Rich. Also ich weiß, was uns erwartet. Also ich glaube es zu wissen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich gehe mal nach hier vorne. Und er zoomt schon so auf das Schiff, gell? Ja. Da passiert safe was. Da passiert safe was. Ja, ich würde sagen, wir gehen da doch mal ganz entspannt drauf. Das ist bestimmt keine Falle. Oh, ich dachte, wir können hier interagieren. Ich sag's, wie es ist. Einer der tatsächlich cinematisch coolsten Bosse. Das ist geisteskrank. So, also wir müssen da so ein paar Pässe reinwerfen. Oh Gott. Das war doch voll in ihm drin. Unfair. Nein. Mach doch auf hier. Mach doch Hallo! Uiuiui! Ui, ui. So, mach auf! Let's go! Explosion. Ich glaube, der hat gescriptete 3 Phasen. Weil das halt ein Boss, der ist darauf ausgelegt, cinematisch krass zu sein. Einfach ein Hai mit Hakenhand. Hakenflosse.
Uiuiui. Wann kann ich ihn angreifen? Oh, nee, ich glaube nicht. Nee. Oh, ich glaube jetzt. Ja. Ich probiere mal trotzdem natürlich so schnell wie möglich am meisten Leben abzuziehen. Ja, okay. Ich konnte ihn nur einmal schleudern. Ich war gerade... Ein Stück war ich auch verwirrt, aber das ist scheinbar so. Ui, das war knapp. Okay. No! Uiuiui. Ey, das ist maximal knapp, habe ich schon gesagt? Nein, mach doch auf! Ah, nein. Hallo, lass mich raus hier. Da sind Herzen. Nee, gib mir noch mal so ein Fass. Ey, Kollege, bitte. Nee, der hat ein ganz anderes Timing als vorher. Das ist schon unangenehm jetzt. Schön, dass ich das aufgesaugt habe und trotzdem Damage genommen habe. Ist okay. Ah. Ich habe nicht viele Leben. Oh, ein Herz, let's go. Oh, komm her. Ja, das ist wieder drinne. Raus. Da ganz dringend raus hier. Nee, der war komplett daneben. Aber da wäre... Ein Herz. Wie können diese Fässer denn Damage machen? Nein, er hat... Du Gartenzwerg. Nee, jetzt mach doch hier Hallo. Uiuiui. Waren das drei? Ja, waren es. Ich will das Herz. So. Ja, Kollege, guten Tag. Komm, mach mal hier deine Stampf... Deine Ich-hau-in-den-Boden-Attacke. Komm schon. Ja, Wollo. So, das heißt, wir können das Ganze aber auch schneller machen. Wunderbar. Oh, es passiert was. Ob ich das jetzt gut finden soll. Uiuiui. Nein. Hallo. Oh, ich bin so froh, dass ich das weiß. Ich bin mir sicher, in meinem First Try bin ich hier safe 1000 Mal gestorben. Ihr müsst euch mit dem Pömpel festhalten, sonst frisst er euch einfach. Dass das Schiff so stehen kann, ist physikalisch gar nicht möglich. Reden wir nicht drüber. Werf doch. Ich find's auch maximal skurril, wie ich die Fässer ansauge. Nee, das ist unfair jetzt. Bam! Das ist auch unfair gewesen. Let's go rein da. Waren das drei? Wie viel braucht er denn? Oh, lauf. Warum schüttel ich? Das ist kein Mario Odyssey. Und da bewegt sich das auch noch. Okay, wir sind safe. Bitte nicht. Oh Gott, das ist schon unangenehm. Ich finde es auch gar nicht gut, dass er hier auch eine zweite Phase hat. Let's go. Ich speedrun ihn einfach. Einfach speedrun. Das waren drei. Oh, er ist wieder da. Wir können ihn finishen. Also hoffe ich. Bitte. Ja, huste nur. Komm her. Ja, komm doch jetzt. Ich mach dich fertig. Hai gibt's heute zum Frühstück. Ich weiß, man kann irgendwelche Teile vom Hai kann man essen. Aber ich weiß nicht, warum man das tun sollte. Weiß nicht. Hai finde ich eher unangenehm. Okay, der Jump ist es. Okay. Weiß ich nicht, ob ich einem Hai begegnen möchte. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich denke eher nicht. Haie gehören zu der Art von Tieren, denen ich lieber nicht begegne.
Aber jedem das Seine, nicht wahr? Wenn ihr Haie mögt, dann ist das gar kein Problem. Ich finde Haie jetzt nicht so toll. Wunderbar, Aufzugknopf in unseren Aufzug rein. Boah, ich weiß, wo ein Juwel ist. Komplett random. Ich weiß, wie wir einen ein wunderbares... Ich find's wack, dass das immer noch rot ist da vorne. Also, schaut mal jetzt in die obere... Also, schaut mal bei dem Schiff da, wo eigentlich der Mund sein sollte. Da sieht man noch rot von seinem Mundinneren. Da hätte man doch patchen können. Es gab doch 20.000 Updates. Da finde ich, hätte man das jetzt auch patchen können. Was gibt's hier noch? Gibt's hier noch was? Bevor wir den Toad retten, möchte ich hier erstmal looten. Oh, er hat was gefunden. Was ist das? Achso, ja, ein Juwel. Das haben wir aber schon. Das ist das vorne auf der Insel, ganz am Anfang. So, jetzt retten wir erstmal den Toad. Kann ich mit der Kanone interagieren? Es wäre zu gut gewesen. So. Baba! Dankeschön! Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Toad gerettet. Auch dieser Toad sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Also bring ihn zum Aufzug, Luigi. Das ist doch eine gute Idee. Aber ich kann mich an etwas erinnern. An den Mond da hinten, den man wegballern kann. Genau. Ist halt nur ein Achievement, aber ist halt auch etwas. So, ich glaube, wir sind so weit, dass ich wieder back kommen kann. Ei. So, wir werden natürlich noch nicht zurückgehen. Wir werden natürlich noch die letzten Juwelen sammeln. Manche Leute gucken das bestimmt auch, nicht nur um unterhalten zu werden, sondern bestimmt auch so ein bisschen als Hilfe, um alle Juwelen zu finden so. Und natürlich findet ihr bei meinem Let's Play alle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier was tun können. Ich kann mich da an was erinnern. Das sind auch Kokosnüsse. Kann ich die da drauf schießen? Ich wusste es. Ich habe mich düster und dunkel an etwas erinnert. Ja. Blind hätte ich das Safe nie gefunden. Also klar, es sah für mich sowieso schon sass aus. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier gewesen wäre, ich wäre nicht darauf gekommen, Kokosnüsse drauf zu schießen. Aber klar, die Kokosnüsse waren vorher schon so präsent, dass man mit denen interagieren kann. Nochmal? Nee. Ah, ist nur ein Kristallgeist. Ach so. Oh, der hat sogar 120 Leben. Da muss man schon ein bisschen besser bewandert sein, um diesen zu kämpfen. Sonst fehlt noch ein Juwel, das letzte. Und leider weiß ich nicht, was es ist. Meint ihr, auf dem Schiff ist eins? Ich glaube eher in dem Haus ist noch eins. Hier draußen waren jetzt tatsächlich drei. Hier drinnen muss ja mindestens noch eins sein. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken und euch dann berichten. Vorher noch angeteasert und jetzt komplett vergessen. Die grüne Röhre. Ob es dafür was gibt, weiß ich gar nicht. Ja, doch, doch. Das hier wirkt schon sehr danach. Nein? Kann ich mit dem Globus was machen? Ich kann safe was mit dem Globus machen. Ich brauche den für irgendwas. Ich kann den rumschießen. Warum kann ich den rumschießen? Muss ich damit irgendwas treffen? Kann ich die Dinger da runterholen? Es wird keinen Sinn machen. Vorher haben wir sie eingesaugt. Aber irgendwie muss man an die ja drankommen. Warte, warte, warte. Wir tryen. Okay, okay, okay. Kann ich nicht tot dagegen schießen auch? Weiß nicht. Ist ja auch egal. Ja, okay, okay. Okay. Wunderbar. Ich musste nachgucken auf jeden Fall mit der grünen Röhre. Aber dass mich das dann hier hinführt, wusste ich tatsächlich nicht. So, Guys. Ich würde sagen, wir bringen diesen wunderbaren kleinen Toad mal zu Professor Eget. Und schau mal, was sich ergibt.
Für König Buhu. Es hat eine kleine Panne gegeben. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich. Wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wohin sind die wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden, wenn wir dem Ziel ein gutes Stück näher sind, Luigi.